So, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, Part 7575. Ich wünsche euch einen schönen Hallo und einen schönen guten Tag. Ich hoffe, euch geht es gut. Genau, ich bin heute mal wieder in den ATS unterwegs, habe wieder einen neuen Truck gefunden, wie ihr seht. Das ist der, Moment, ich muss schnell nachschauen. International 9800 Hype-Ruf oder Ruf, auch wieder ein älteres Modell. Ich habe den so noch nicht gesehen, habe ihn heute im Steam Workshop gefunden. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Wie ihr seht, ich stehe auf amerikanische LKWs, aber mehr nach den europäischen Typ so ungefähr. Ja, vorne die Schnauze kurz. Und nicht diese lange Schnauze. Die lange Schnauze sind zwar auch super schöne LKWs, aber wie soll ich sagen, ich mag lieber diese kurze Variante. Ne? Lassen sich schöner fahren. Beides ist schön, aber von dem her ist Geschmackssache. Ich persönlich fahre lieber diese europäische Variante, sage ich jetzt mal. Genau. Ich habe wieder in meiner Farbe gemacht, in einem Blau. Genau, ihr seht es, es ist ein wirklich schöner LKW. Die Lichter gehen. Lassen wir ihn auch mal an, dass wir mal den Motor hören. Die Blinker gehen. Fernlicht seht ihr. Okay, eins Fernlicht geht nicht, wie ich sehe. Doch, geht auch. Aber je nachdem, wie man steht, wird es angeleuchtet. Wir schauen mal. Gelblicht geht. Wir müssen noch einstellen, dass oben die Beleuchtung weggeht, weil ich habe die Karte erst gekauft. Wunderbar, funktioniert. Also es ist ein super schöner LKW. Dann gehen wir mal schnell in die Innenausstattung. Hier ist eine junge Dame dabei, die bei mir mitfahren möchte. Den Namen habe ich noch nicht rausgefunden. Aber auch ein sehr schöner LKW von innen drin. Schön gemacht, finde ich persönlich. Die Spiegel sind auch schön groß. Genau. Dann würde ich sagen, drehen wir mal eine kleine Tour damit. Der Blinker ist noch an. Okay. Schauen wir mal in den Frachtmarkt. Ich stehe jetzt in Toronto in einer kleinen Werkstatt oder in meiner Werkstatt. Und deswegen werde ich mal gucken, ob wir mal eine kleine Ford finden. Nicht groß, aber doch ein bisschen klein. Kingston. 153 Mal, das ist ein bisschen kurz, finde ich. Nach Bellingen 400 Kilometer, ich glaube, das wäre gehen. Was nehmen wir denn? Einen blauen Trailer. Das glaube ich ist in Ordnung. Spielzeug. Bringen wir mal den Kindern Spielzeug. Würde ich sagen, nochmal in die Außenansicht, dass wir mal den Motor hören. Ja, hört sich doch gut an. Jo, gut, dann gehen wir in die Innenansicht. Das Navi haben wir mal oben links. Mal was ganz was Neues. Muss man sich auch erst dran gewöhnen. Sogar die Handbremse ist animiert, wie ihr seht. Dann fahren wir mal los. Ich bin jetzt selbst jetzt noch nicht gefahren. Ich bin selbst gespannt. Ich habe ihn gerade erst gekauft. Also der Tank ist voll. Wir müssen jetzt 10 Meilen fahren. Genau. Und dann schauen wir mal. Ah, okay. Es ist doch keine 10 Meilen. Es ist genau gegenüber von uns. Das ist ja perfekt. Da brauchen wir nicht weit fahren. Dann schätze ich mal, dass der Aufleger hier irgendwo in der Nähe ist. Gucken wir mal. Jo, perfekt. Da gibt es noch mehrere Varianten vom Aufleger. Aber ich glaube, wir lassen das schöne Blau vom Walmart. Passt besser zu unserem Fahrzeug. Also annehmen. Dann suchen wir mal den Trailer. Da hinten steht er. Genau. Es wird jetzt eine kurze Tour. Einfach mal mit dem neuen LKW. Aber er lässt sich auch sehr schön fahren bis jetzt. Jetzt muss ich bloß schauen, mich an die Spiegel von dem jetzt gewöhnen. Hat auch um die 700, 600, 700 PS, also müsste schon einiges ziehen können.
Ja, das mit dem Headdreck ist sowas Schönes. Ja, Olli, wenn du das siehst, ich habe ihn auch wieder blau gemacht. Genauso wie du. Wir sind zwei Blau-Fanatiker, der Olli nicht, der Olli 1340. Man könnte auch mal auf seinen Stream schauen. Ist ein Fahrgemeinschaftskamerad von mir. Genau. Gut, dann würde ich sagen, aufgeladen ist. Dann schauen wir, dass wir hier rauskommen. Ja, ist genauso wie ich für blaue LKWs. Uiuiuiui, wie soll man da bitte rauskommen? Dann gehe ich mal kurz in die Außensicht, dass ich Der mehrere sehe. Auftrag wurde erfolgreich gestartet. Ah, ich glaube, da fahre ich mal andersrum. Oder ich ziehe etwas mehr raus hier. Ja, fängt ja schon gut an. Fahren wir mal die andere Richtung. Schauen wir mal, wie es da ausschaut. Und da können wir hier schön umdrehen. Das ist ja wunderbar. Ich glaube, ich tue uns leichter. Genau. Ja, wie gesagt, der Olli hat auch eine LKW und sonst ziemlich immer blau oder dann kunterbunt. Oh, da steht die Achse des Anhängers im Boden drin, versunken. So warm ist es hier scheinbar. Und der Trailer ist auch oben. Okay. Ja, wieder zurück zum Olli. Ja. Genau. Von dem her. Wie gesagt, es ist, der hat auch blaue, schön von dem her. Was ist das jetzt wieder? Meine Herren, bestätigen, was soll das? Mitten unterm Spiel schicken die solche Sachen. Das ist ja auch beschissen. Also das ist eine Frech, allerdings nicht schön. Entschuldigt, aber das hat jetzt sein müssen, weil sonst geht es mit V nicht. Das ist live, aber besser gesagt, das ist jetzt zwar ein Video, aber trotzdem rausschneiden werde ich jetzt es nicht. Ja, genau. Aber wie gesagt, der Olli hat wie ich blaue. Also, ich hoffe, ihr gefällt dir auch der LKW. Gut, dann fahren wir mal jetzt. Wo das ist, aber ich glaube, in Amerika darf man, wenn kein Auto kommt, bei Rot fahren. Dann würde ich sagen, düsen wir mal los. Also ist auch ein sehr schöner LKW, man kann jetzt nicht recht viel machen damit, aber von der Dings, man kann, sagen wir so, man kann schon sehr viel innen drin machen, man braucht halt dieses SCS-DLC, dann kann man auch diese junge Dame einen Kaffeeautomaten, Olli, ich habe einen Kaffeeautomaten dabei, genau, das wird dich wundern, und dann kann man auch einiges machen. Würde ich sagen, gehen wir mal auf den Highway. Müssen wir mal gucken, ob wir was durchschalten. Ah, man kann hier die Mengen durchschalten. Sehr schön. Temperatur. Der Speed. Und vielleicht ist da auch irgendwo der Tempomat dabei. Beim Speed wahrscheinlich. Ah, dann haben wir hier den Tempomaten dabei. Wie gesagt, ich habe das Fahrzeug jetzt selbst das erste Mal in Betrieb. Und deswegen muss ich auch erst ausprobieren. Aber er ist ein sehr schöner, gefällt mir sehr gut. Genau. Auch was mir gut gefällt, man muss sich zwar daran gewöhnen, das ist, dass der oder das Navi oben links hängt machen kann. Man kann das Navi unten wie bei unten links machen, wie man gewöhnt ist. Man kann das Navi in die Mitte machen. Man kann es aber auch hier oben links machen. Da sieht man mehr, auch von der Umgebung. Genau. So, dann haben wir jetzt 61 Meilen. Wir dürfen 62 fahren, also gehen wir auf 62 Meilen hoch. Und dann machen wir mal 65. Genau. Die Wegestation dürfen wir umfahren. Das ist schon mal gut. Genau, und dann düsen wir mal los. Ich hoffe, euch gefällt der LKW auch. Also, ich wie ihn gesehen habe beim Stöbern im Steam Workshop heute, habe ich mir gedacht, den hole ich mir.
Ich hatte mir eigentlich auch einen Trailer-Pack runtergeladen, aber das hat noch nicht ganz hingehauen. Ich glaube, da ich die 1.30 fahre und ich vermute, dass es für die 1.31 schon ist, ist möglich, dass es noch nicht hinhaut. Deswegen muss ich mal nachschauen. Vielleicht haut es dann bei der 1.31 hin. So, was ist es los mit dir da hinten? Überholst du es oder nicht? Ja, sehr schön. Dann gib mal Gas. Und dann können wir auch wieder Gas geben. Genau. Ja, wir fahren jetzt, wie gesagt, von Toronto nach Burlington. Spielzeug für Kinder. Und von dem her lassen wir uns mal überraschen. Ich gehe jetzt mal auch ein bisschen in die Außenperspektive, dass ihr auch mal den LKW noch seht. Kann natürlich sein, dass ich dann etwas zum Schwanken anfange, wie jetzt beispielsweise. Aber ihr wollt ja auch etwas vom LKW mitbekommen. Oh. Jo, das ist das natürlich Außenperspektive. Genau. Aber ich finde ihn eigentlich einen sehr, sehr schönen LKW. Klein, aber fein. Oder klein ist er eigentlich auch nicht. Der hat auch bestimmt seine Tonnen. Genau. Und ich sage, jetzt verlasse ich mal ein bisschen in der Außenperspektive, dann sieht man auch mal was von außen. Ist zwar jetzt im Moment etwas langweilig, weil es nur der Highway dahin geht. Aber dann würde ich sagen, gehen wir in die Innenperspektive. Da seht ihr was vom LKW. Genau. Jo. Meine K200 wollte ich heute früh mal ausprobieren. Aber da hat irgendwie das Bitv nicht mit, besser gesagt das X-Split nicht mitgemacht. Keine Ahnung. Ich hatte technische Probleme wieder mal, ein bisschen. Die habe ich aber jetzt hoffentlich behoben. Und probiere jetzt deswegen auch das aus und habe das auch mit dem neuen LKW gleich. Genau. Und ich hoffe, es gefällt euch. Aber ich finde den LKW gar nicht so schlecht. Er ist schlicht, einfach. Eine junge, hübsche Dame sitzt dabei. Genau. Ich muss noch einen Namen rausfinden, wie sie heißt. Hat sie noch nicht gesagt, aber das werden wir bestimmt noch hinbekommen unter der Fahrt. Genau. Wenn nicht, dann könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wie wir sie nennen sollen. Es sind zwei Ventilatoren an Bord, falls es zu warm wird. Die Kaffeemaschine, Kaffeebecher. Genau. Und hier unten, ui, haben wir schon eine Reisetasche dabei. Jawohl, passt, läuft. Ja, das ist das. Man sollte halt auch auf die Straße schauen. Genau, ja, da würde ich sagen. Gehen wir mal ein bisschen höher von der Geschwindigkeit. Man darf sie auch fahren. Dass mal was ist. Bei Außenansicht, ihr seht, es ist im Moment ein bisschen eintönig außen. Da ist es dann schöner, wenn man innen drin den LKW sieht. Genau. Jo, wir hatten jetzt ja gestern, vorgestern zwei Livestreams. Der Olli und ich wieder. Hat wieder Spaß gemacht. Und im Moment bin ich irgendwie etwas mehr auf ATS. ETS ist zwar auch schön, aber irgendwie gefallen mir zurzeit die ATS-LKWs besser. Und deswegen mache ich jetzt auch ein bisschen mehr ATS. Kann natürlich sich nächste Woche wieder ändern. Auch vor allem, wenn dann die 1.31 bei beiden rauskommt, würde ich natürlich wieder auf beide gehen. Und da etwas machen. Ah, das Schöne ist das mit dem Headrack. Also, hat richtig schöne Spiegel. Man sieht es auch hinten. Wunderbar. Das Headrack, wie ihr wisst, habe ich von einem Bekannten bekommen, der die auch selber baut. Also ist Marke Eigenbau für die Fragen. Wer Näheres wissen möchte, soll sich dann bitte mal melden. Da muss man mit dem mal sprechen oder wie es ist, also was es genau ist und wie man es macht. Aber das macht dann auch mein Kollege oder mein Bekannter, besser gesagt. Jo. Von dem her, also ich möchte es auch nicht mehr wissen, das Headtrick.
Es ist egal, ob das jetzt ETS, ATS oder LS ist. Genauso habe ich diesen DCS Flugsimulator, in dem ich mich jetzt ein bisschen einarbeiten möchte, damit es mein PC komplett wieder hergerichtet ist und das Ganze, wo ich jetzt dran bin, dann nächste, übernächste Woche wahrscheinlich. Deswegen kann es auch sein, dass ihr da nicht so viel von mir hört. Genau. Und dann möchte ich mich auch in diesen Flugsimulator ein bisschen einarbeiten. Und da in dieser Hattrick auch, da kann man dann noch hinten nach vorne schauen, die ganzen Feinde und so weiter, besser sehen, feindlichen Flugzeuge und so, auch Bodenstationen und das. Wir haben noch ein anderes Projekt vor, der Olli und ich, genauso mit dem Hans zusammen. Aber das ist noch nicht spruchreif, das ist jetzt nur eine Ankündigung. Lasst euch überraschen, was da kommt. Es ist aber mehr im LS-Bereich dann, also Landwirtschaftlich Simulator. Genau. Was ich mir auch jetzt noch eventuell anschauen werde, ist dieses Spintires Mudrunner, glaube ich, heißt es. Das hat mir auch gut gefallen. Werde ich vielleicht jetzt auch nochmal anschauen. Aber da müssen wir uns auch erstmal noch schlau machen, was da genau ist und das Ganze. Aber es ist bestimmt spaßig, sich durch den Matsch im Wald durchzuwühlen und dann damit die ganzen LKWs durch die ganze Gelände und so weiter zu fahren. Aber es sind jetzt im Moment von mir Zukunftsvisionen. Da ich eh nicht so viel Zeit habe, hoffe ich, dass ich jetzt das alles andere hinbekomme, wie ich es möchte. Und ihr aber trotzdem noch was von mir habt. Genau. Jo, so ist es. Es läuft schön dahin, er fährt sich supi. Also könnte immer wieder abwechseln mit dem K200 oder abwechseln. Ja, ich habe vier LKWs, mit denen ich sehr gerne fahre. Der K108 vom Kenwood, der K200 vom Kenwood, dann der Volvo, der NL 680, glaube ich, heißt er. Die kennt ihr alle drei schon und jetzt diesen hier. Also könnte mit auch öfter sein, dass man sagt, man macht jetzt immer abwechselnd Fahrten mit jedem LKW. Vielleicht finde ich auch mal irgendwelche Mods mit Schwertransporten oder sowas, dass man da aber was machen kann. Ich werde mich jetzt mal wieder schlau machen ein bisschen. Ich hoffe, dass ich jetzt dann auch mal wieder mehr Zeit habe. Aber ihr wisst ja, ich bin viel unterwegs mit meinem Job. Und deswegen muss ich auch schauen, wie das immer hinhaut, weil es gibt ja auch private Sachen noch, die sein müssen. Wie jetzt heute Abend und morgen dann. Meine Neffe und Nichte haben ihre Kommunion. Und deswegen mache ich jetzt dieses Video noch und bin wahrscheinlich dann erst wieder ab heute morgen Abend erreichbar. Genau. Oder dann spätestens nächste Woche wieder, aber da habe ich dann die lange Bereitschaft. Das ist das nächste wieder. Da werde ich wahrscheinlich eher, wenn dann Dienstag oder Donnerstag drauf sein. Auch wie meine Kollegen Lust haben, dass man mal wieder ein Livestream macht, live fährt. Genau. Aber ich werde euch nicht enttäuschen. Ich bin immer wieder da. Und ich hoffe, ihr bleibt mir auch treu. Und ich hoffe, es gefällt euch weiterhin, was ich mache. Wenn nicht, dann könnt ihr auch mal in die Kommentare bitte reinschreiben, warum ist so. Dann kann ich auch mal schauen, ob ich was verbessern kann. Nur durch gute Kritik, sage ich jetzt mal, kann man sich auch verbessern oder auch verschlechtern, je nachdem. Der eine findet es besser, der andere schlechter. Oh, die Polizei ist hinter mir, ja? Dann lassen wir mal die Geschwindigkeit drin. Da drüben ist eine Baustelle oder was, wenn ich das richtig sehe. Ja, ein Unfall. Da hat einer seinen Auffahrunfall gewesen, scheinbar, oder einer sein Rad verloren, wie es ausschaut. Naja. Genau. So, wir haben jetzt noch 132 Meilen. Genau, tanken müssen wir jetzt nicht. Aber ich fahre jetzt durch. Genau. Jo, junge Dame, wie heißt du jetzt eigentlich? Würdest du mir mal deinen Namen verraten? Nein? Okay. Dann glaube ich, müsst ihr in die Kommentare bitte schreiben, wie soll dann die junge Dame heißen? Ich hätte schon einen Favoriten, aber
Das werde ich dann entscheiden, falls ich irgendwelche Kommentare bekomme von euch und da der vielleicht dabei ist oder nicht. Jo, ich fahre also immer irgendwie auf der Überholspur. Naja gut, ich bin auch etwas schnell unterwegs, was man in echt natürlich bitte nicht machen darf. Aber es passt schon. Ich würde sagen, wir gehen wieder mal auf 65 Meilen runter, weil 62 Meilen, wenn ich das richtig sehe, sind erlaubt. Genau, oder machen wir 63 Meilen, weil wir haben jetzt nur noch ein paar Meilen zu fahren, 105. Aber machen wir 65 Meilen. Das ist noch erlaubt. Und man kann auch nicht von der Polizei, obwohl ich weiß es nicht, wie es in Amerika ist, ob das dann erlaubt ist, wenn man so drei drüber ist. Aber Toleranz gibt es ja auch noch, dann sind wir bei 62 Meilen. Genau. Spitfire erlaubt es auch. Sie können die Fliegerstation umfahren. Ja, supi, Dankeschön. Ui, was ist da? Juhu, das war eine halbe Sprungschanze. Also, da, wenn man schneller drüber fährt, hebt man ab, wahrscheinlich. Genau. Ja, von dem her bin ich mal gespuh. Das ist eine gute Kurve, die hätten wir ja beide übersehen. Und dann geht es gleich noch einspurig zusammen. Jawohl, läuft. Ja, aber wie ich vorher schon am Anfang des Videos gesagt habe, oh, da hier ist bloß 31 erlaubt, okay. Ich stehe mehr auf amerikanische Trucks, stehe ich, das sind sehr schöne LKWs. Aber wie gesagt, mehr in diesen Art europäischen Look, also kurze Schnauze. Ich weiß nicht, ich finde sie schöner zu fahren, die mit der langen Schnauze, da muss man sich immer erst daran gewöhnen, da sieht man vorne nicht so drüber. Man hat auch so einen riesen Wendekreis. Gut. Ist Gewohnungssache, der eine fährt den besser, der andere fährt den besser. Aber ich mag halt diese hier auch recht gern. Na, fahr zu. Ich fahre genauso auch, wie ihr wisst, im Multiplayer auch Kenwood und Peterbilt. Ich glaube, die letzten Male bin ich immer den Kenwood gefahren. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Aber ich fahre halt etwas ältere gern oder so. Der Volvo ist ja auch ein Langschnauzer. Aber ich mag halt die ganz gern hier, die kurzen Schnauzen. Auch mal ist wendiger, finde ich. Vor allem, wenn man jetzt irgendwo, wie jetzt gerade vorher, in einer Spedition steht und dann raus muss oder einrangieren muss. Man ist um einiges wendiger als mit der langen Schnauze. Aber Geschmackssache, der eine fährt den lieber, der andere fährt den lieber. Na, was ist denn hier los? Was sind wir denn überhaupt? Das ist irgendeine Stadt. Ich muss mal jetzt Navi größer schalten. Vielleicht sieht man was. Montreal sind wir. Das ist doch irgendeine Hauptstadt, glaube ich. Kann das sein? Ne, Quebec ist, glaube ich, Hauptstadt von Kanada. Aber Montreal liegt doch in Kanada. Und wenn wir es jetzt eh abbiegen hier. Können wir mal in die Außenansicht doch mal gehen und uns die Stadt mal anschauen. Gut, den LKW. Wo haben sie es schön gemacht hier. Aber der LKW ist echt schön. Was mir noch fehlt, ist diese Seitenbeplankung. Da habe ich keine gefunden beim Machen. Und er scheint auch schon für das neue DLC hergerichtet zu sein. Aber mir gefällt er wirklich gut. Ui, wir können wieder fahren. Dann würde ich sagen, fahren wir mal. Ah, ich habe verschlafen. Naja, ist auch nicht so schlimm. Wenn man mal verschläft, das sieht er es. Sieht er, und das ist das Schöne hier, man kann auch zurückschauen mit dem Headtrack. Man kann rüberschauen, man kann auch hinten schauen. Man kann nach vorne gehen. Man kann zurückgehen. Das ist das Schöne, man kann hier runtergehen.
Je nachdem, wie die Kamera auch erkannt wird. Oh, jetzt darf ich aber nicht mehr schlafen. Muss mal schauen, dass ich hier auch rüberkomme. Das ist das hier, was ich jetzt gesagt habe. Mit der langen Schnauze könnte ich jetzt nicht sofort. Da hätte ich früher schon einschlagen müssen. Und hier kann man einfach näher hinfahren, dass man schön um die Kurve rauskommt, rüberkommt mit dem langen Aufleger. Weil der ist doch ganz schön lang da hinten dran. Genau. Und deswegen fahre ich eigentlich diese richtig gerne. Ja, ich muss sagen, richtig schön gemacht, die Coast to Coast, Canadian Dream und die Mexiko, was ich da drin habe. Ja, wir haben jetzt rausgefunden, Dolly und ich, dass es noch eine Mega Map gibt für Amerika. Aber da sind die ganzen wie soll ich sagen, ganzen Bremsen tut er auch. Okay. Das sind die ganzen Maps wie Canadian Dream und alles miteinander schon drin. Also da kann ich es auch schon behalten, wie ich ihn jetzt habe. Genau, wir haben noch 80 Meilen circa. Retarder ist auch drin. Der hat Retarder sogar rein. Supi. Also läuft. Ja, aber der Hebel ist leider nicht animiert fürs Retarder. Wie bei den anderen. Ja, beim K200 beispielsweise sieht man auch, wie die Bremse alles mitgeht. Das ist so richtig schön. Aber er lässt sich echt schön fahren, dieser Continental, glaube ich, heißt er, ja. Aber es ist richtig schön. Ja, schöner LKW. Also gehört aber jetzt zu meinen vier Favoriten. Genau, dann tun wir wieder mal ein Tempomat mit rein, der so hochzieht. Und fahren die letzten 73 Meilen. Und geben dann wahrscheinlich in irgendeinem Lager oder bei einem Geschäft das Spielzeug ab, dass die Kinder was haben in diesem Stadt oder Dorf, je nachdem, wo wir hinfahren. Aber ich schätze mal, dass es eine Stadt ist. Ups, man fährt wieder auf der verkehrten Straßenseite. Ich finde den LKW richtig hübsch. Genau, also muss ich sagen, auch vom Aufbau her, ja, dann überholen wir mal, weil der sonst zu langsam ist. Die Knöpfe auch richtig schön zu erreichen, ins Radio, alles schön gemacht. Oh, wir haben eine Mautstation, wie es ausschaut. Fahren wir mal hier durch. Ich bin immer gespannt, warum der Bautsch ist. Ah, wir wissen nicht die Mautstation, das ist die Grenze, wie es ausschaut. Was steht da vorne? Welcome to America. Das ist die kanadisch-amerikanische Grenze. Ja, supi, haben wir die auch mal gesehen. Wir sind jetzt auf amerikanischem Grund und Boden. Stimmt, Toronto ist ja Kanada. Mei, das habe ich, wie habe ich das vergessen können? Naja, okay. Aber das freut mich, da haben wir das heute auch mal gesehen im Video. Das ist ja richtig schön. Genau. Wow, schön. Cool. Jo, von dem her. Ah, der LKW, wie gesagt, gefällt mir richtig gut. Auch vom Motorsound her könnte ein bisschen besser sein. Aber ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn noch nie in echt gesehen oder gehört. Also kann ich jetzt nicht sagen, ob er passt oder nicht. Und so wie ich bin, habe ich ihm natürlich die stärkste Maschine reingeschmissen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das passt oder so vom Motorensound her. Aber ich gehe mal davon aus. Bisschen schnell die Kurve mitgenommen. Da war keiner mehr. Sehr schön. Auf der anderen Straßenseite ist wieder eine Baustelle. Der Ternsee Garden Highway neu.
Er muss auch mal seine Reparierungs- und Renovierungsarbeiten. Genau. Also von dem her, danke an die ganzen Bauarbeiter, die die Straßen machen und renovieren und neu machen. Also solche Leute brauchen wir auch. Und Gott sei Dank gibt es sie. Die haben keinen leichten Job da. Wir werden teilweise richtig schön beschimpft und was weiß ich, weil sie die Baustellen machen, Tagesbaustellen, irgendwelche Risse oder Schlaglöcher in den Straßen neu machen oder besser gesagt wieder ausbessern und deswegen ja die Straße sperren müssen, damit ihnen nichts passiert. Also danke an euch alle Bauarbeiter, die das machen. Also ich genauso auch die Leute von der Straßenmeisterei, die das mitmachen teilweise. Also den Job, Respekt vor euch. Danke, danke. Uiuiuiuiui, jetzt kommen wir in die Stadt rein, wie es ausschaut. Hätte ich fast übersehen. Aber gut, dass es den Seitenrand gibt oder das Bankett, dass er da reinfahren kann. Wenn es da natürlich ein Zaun oder irgendwas gewesen wäre, wäre ich jetzt voll hinten drauf gedüst. Ja, das ist halt das. Man quasselt und quasselt und quasselt. Und passt nicht auf, aber in echt ist es auch teilweise so. Und so entstehen dann die ganzen Unfälle. Jo, wir haben jetzt eh nicht mehr weit. Die nächste müssen wir rechts weg dann. Die übernächste, Entschuldigung. Ich gehe mal davon aus, dass dies, wo der Sanker rauskommt. Ja. Ah, ich war schon mal hier, okay. Also da lässt sich echt schön fahren, muss ich sagen. Also wunderbar. Hier bin ich scheinbar schon mal durchgefahren, weil die andere Straße ist schon gelb, aber ich war noch nicht so viel. Na? Fährst du jetzt oder fährst du nicht? Ah, ich hab verfahren, okay. Ja, der zieht, nützt es natürlich gleich aus, ist ja klar. Und zieht vor, dass er nicht vor dem LKW ist. Naja. Ich bin ja stehen geblieben, also von dem her. Oh, da ist ein LKW. Das schauen wir uns jetzt schnell mal in Außenperspektive an. Ein alter LKW. Kaputt. Den müssen wir wieder herrichten. Das wäre was. So, jetzt bin ich etwas zu wenig ausgeschlagen hier. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir den einrangieren müssen. Ah, hier. Okay. Ja, schauen wir mal, wo wir den reinbekommen. Lassen wir uns mal überraschen. Wir müssen ja auf die andere Seite auch noch aufpassen, dass wir da nicht an die Mauer angehen. Und hinten dann auch. Aber wie gesagt, das ist das Schöne am Hattrick. Aber mir fällt gerade auf, dass ich das noch nicht richtig eingestellt habe. Also das Hattrick schon, aber die Spiegel habe ich noch nicht richtig eingestellt von dem. Obwohl sie passen eigentlich ziemlich. Aber das ist das sehr schön am Hattrick. Auch wenn es ab und zu ein bisschen hakt. Man kann hier richtig schön mitgehen. Na komm rüber, komm rüber, komm rüber, jawohl. Hier ist noch der LKW. So bleiben. Nein, es läuft gut. Wir parken nicht automatisch ein. Schaut's hier rüben aus. Schaut auch bis jetzt gut aus. Ich bin sogar etwas zu weit da rüben, wie es ausschaut.
Na, du da auf der Rampe, du könntest aber auch mal schauen, hä? Oder hast du Pause? Ja, du hast Pause. Okay, dann nicht. Ich schaff das auch alleine. Danke dir. Genau, das schaffen wir. Wie heißt es beim Bob der Baumeister immer so? Schaffen wir das? Jo, wir schaffen das. So, ich glaube, schaue ich mal jetzt mal von außen an. Nicht ganz hundertprozentig, aber der Trailer steht fast gerade. Puh, supi. Das satteln wir mal ab. Und haben die sehr Fahrt wieder hinter uns geschafft, haben sie sogar ausgezeichnet. Dann würde ich sagen, fahren wir hier noch kurz zur nächsten Garage, wenn es eine gibt. Schauen wir mal, dass wir die vielleicht mitnehmen. Ich habe, glaube ich, gesehen, dass es hier, ja, es gibt hier eine Garage. Die holen wir uns noch schnell. Dann können wir hier nämlich gleich schlafen. Der Auftrag wurde erfolgreich beendet. Jo, der Auftrag ist mit eurer Hilfe erfolgreich beendet worden. Ja, jetzt ist das Teig fehlt mir. Richtig schön. Wenn keiner fährt, fahre ich. Okay. Polizei fährt auch. Oh, er schaltet auch schön hoch. So, jetzt müssen wir hier rauskommen erstmal. Ui, da kommt Verkehr. Da kommt nichts. Können wir noch dem kann man fahren, wenn ich es richtig sehe. Oh, er lässt mich sogar vor. Dankeschön. Recht herzlichen Dank, danke. Und da ist eh schon die Garage. Ja, was denn? Da ist auch ein Weg, sowas. Ja, ist ja gut, du brauchst nicht hupen. Wo kommen wir denn drüber? Siehst du es denn nicht? Hupe hat auch keine schlechte. Dann kaufen wir gleich mal die Garage hier. Fahren wir rein. So soll es sein. Machen wir natürlich gleich die Garage groß. Ja, ich weiß, es ist etwas mit Cheaten und so, aber ihr wollt ja auch was haben, dass ihr neue LKW seht und. Und das geht nur so. Weil wenn man das hochfahren müsste, könnte man nicht dauernd neue LKWs reintun, kaufen und so weiter. Fahren wir gleich mal tanken, dass wir beim nächsten Mal gleich getankt haben. Dann schauen wir uns den LKW nochmal schnell an. Genau. Dann sehen wir weiter. Ja, das war der verkehrte Knopf. Genau. Dann können wir uns währenddessen, wenn wir tanken. Die Tankstelle ist noch nicht bekannt. Bitte gebe den Preis manuell ein. Ja, ist ja gut. Du hast 63 Gallonen getankt und deiner Spedition wurden 112 Dollar in Rechnung gestellt. Ja, ist gut. Olli wird sich freuen. Genau. Aber wir sind keine Spedition. Olli, der Hans, der Lars, Dirk, mein einer, wir sind eine, ich wiederhole es ausdrücklich, eine Fahrgemeinschaft. Wir haben zwar das BitV mit drin, damit wir mal sehen, was im Hintergrund alles auch mitläuft.
was wir alles fahren und das Ganze. Einfach bloß just for fun, da ist das Bitfahrer dabei bei uns. Wie gesagt, wir distanzieren uns, wir sind keine Spedition, wir sind eine Fahrgemeinschaft und wir bleiben auch dabei. Genau. Na so, muss ich sagen, ist der LKW recht schön. Lässt sich schön fahren. Also mir gefällt das sehr gut. Müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht noch irgendwo noch die kleinen Tröten hinbekommen. Vielleicht hier oben ins Eck. Gibt es hier eine Werkstatt? Nein, gibt es nicht. Bei der nächsten Werkstatt muss ich mal gucken. Vielleicht, dass die Tröten kann man hier oben auch noch hinbauen, glaube ich. Dass ich mal die kleinen Tröten hier hinmache. Genau. Ansonsten war es das für heute. Machen wir mal den Motor aus. Machen wir das Licht aus. Genau. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zuschauen. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht. Es ist ein schöner LKW, was ich hier habe. Genau. Wie heißt er nochmal? Der International 9800. Ist, schätze ich mal, ein älteres Modell, aber wer weiß. Genau. Ihr wisst es ja, Daumen hoch, Daumen runter, Kommentare, warum runter und das. Und wenn ihr wollt, auch ein Abo da lassen. Da wünsche ich euch, wie gesagt, einen schönen Tag noch. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Und ansonsten viel Spaß noch. Tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Part 7575.